Ich wusste nicht, dass es den Begriff Menschen mit Nazi-Hintergrund schon seit einer Weile gibt. Aber als ich ihn das erste Mal im Instagram-Talk von Moshtari Hilal und Sinto Jan Bharatarraja gehört habe, dachte ich sofort, ja, das ist eine Bezeichnung, die außerordentlich gut trifft, was die deutsche Mehrheitsgesellschaft immer wieder selbst betreibt. Sie reduziert Menschen auf einen sogenannten Hintergrund, sie klassifiziert sie. Höchste Zeit, dass dieser Spieß einmal umgedreht wird. Höchste Zeit für diese intelligente Provokation. Ein anderes Wort, das mir in diesem Kontext einfällt, und das mag jetzt ein bisschen überraschend sein, ist das der Gemütlichkeit. Dieses Wort wurde ich mir erst durch einen Umweg wirklich bewusst, durch den Teil meiner amerikanischen Familie, die vor dem Nationalsozialismus fliehen musste und dabei auch das Deutsch als Sprache hinter sich gelassen hatte. Von ihnen musste ich mir immer wieder etwas über die deutsche Gemütlichkeit anhören. Gemütlichkeit, das bedeutet auch der Wunsch nach Konfliktlosigkeit und darin hat es sich Deutschlands in seiner Gedenkkultur und seinem Anspruch auf Aufarbeitung gemütlich gemacht. Ein Begriff wie Menschen mit Nazi-Hintergrund stört da diese Gemütlichkeit massiv und das ist absolut wünschenswert. Denn Aufarbeitung und ja auch Gedenken darf nicht irgendwann gemütlich werden, sonst stagnieren wir auf dem Weg der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Aber eine Stagnation können wir uns da überhaupt nicht leisten, wenn es um Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit generell geht. Und deshalb müssen wir diesen Weg weiter beschreiten. Und jetzt wird es nochmal sehr ungemütlich: dieser Weg wird niemals enden. Jetzt kann man natürlich sagen, materielle Kontinuitäten, das ist doch das kleinere Thema im Gegensatz zur systematischen Vernichtung von Menschenleben in Konzentrationslagern. Und ja, natürlich ist das nicht zu vergleichen. Aber die Enteignung, die stattgefunden hat, sie war eine der systematischen Schritte vor der Vernichtung. So richtig klar geworden ist mir das, als ich für meinen Roman über meine Urgroßmutter und meinen Großvater recherchiert habe. In Unterlagen konnte ich in Wien nachvollziehen, wie erst der Austrofaschismus Wertgegenstände von ihnen beschlagnahmt hat. Und danach recherchierte ich die Zeit nach dem Anschluss Österreichs durch die Nationalsozialisten, wie sich eine Ausreise, die für Juden zunächst gefördert wurde, gestaltet hat. Warum wurde diese Ausreise gefördert? Die Antwort ist, das war der Anfang der systemisch organisierten Enteignung. Der systematisch organisierten Enteignung. Denn im Zuge dessen, um die Ausreise bewilligt zu bekommen, wurde das Vermögen von Juden, alles, was sie besaßen, systematisch katalogisiert und es wurde darüber entschieden, was mitgenommen werden durfte und was nicht. Nichts durfte fehlen, sonst wäre die Ausreise nicht genehmigt worden. Und genau diesen Vorgang nachzuvollziehen, diese komplette Ermächtigung über jeden Besitztum, die erstmal nur das reine Leben übrig ließ, die hat mich doch nochmal sehr getroffen, mit einer großen emotionalen Wucht. Sie hat mir gezeigt, dass meine Familie glimpflich davongekommen ist, aber der Preis, der war doch enorm hoch. Sie mussten sich eine komplett neue Existenz auf einem anderen Kontinent aufbauen. Sie mussten finanziell nochmal von vorne beginnen. Außerdem hat diese Enteignung dazu geführt, dass eine Form von Erinnerung an ihre Zeit in Wien vor dem Exil, die sich auch natürlich in materiellen Gütern ausgedrückt hätte, für meine Familie und mich unwiederbringlich verloren ist.